Mit einer großen Aktion am Neumarkt hat der Sozialverband Deutschland gegen die zunehmende soziale Kälte protestiert. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Verbandes ist die Integration behinderter Menschen in das gesellschaftliche Leben. Dazu gehört, diesen Menschen Mobilität zu garantieren. Vor Ort zeigte Taxiunternehmer Ibrahim Koban, wie das gehen kann. Er ließ sein Taxi rollstuhlgerecht umbauen. Der Sozialverband Deutschland kämpft gegen das Fortschreiten des Sozialabbaus. So vertritt er die Rechte Benachteiligter, unter anderem durch Beratung zu Themen wie Kranken- und Pflegeversicherung, Grundsicherung, Sozialhilfe oder Arbeitslosigkeit. Mit fast 600.000 Mitgliedern ist der Verband einer der größten Sozialverbände Deutschlands. Für die iDötzchen war diese Woche